Wir machen weiter mit Xamax gegen Luzern. Der Aufsteiger aus Neuenburg, der ist ja, das kann man sicher so sagen, relativ stark in die neue Saison gestartet, hat dann aber fünfmal hintereinander verloren und seither ist Xamax am Tabellenende. Aber die letzten vier Spiele, die dürfen Xamax so richtig Hoffnungen machen. Sie haben nämlich insgesamt 6 Punkte geholt. Sie machen jetzt so richtig Druck von hinten und gewinnen jetzt auch heute gegen den FC Luzern. Dann gehen sie die rote Laterne ab. Michel Decastel hat sein Team stabilisiert. In den letzten 4 Partien hat Xamax gut gepunktet und lediglich 3 Gegentore erhalten. Allerdings hat die erste gefährliche Szene des Spiels dann rein gar nichts mit Stabilität zu tun. Gomez bringt den eigenen Torhüter in Bedrängnis. Da hat die Kommunikation zwischen den beiden entweder nicht stattgefunden oder versagt. Es dauert über 10 Minuten, bis Xamax auch offensiv in Erscheinung tritt. Letztendlich ist aber Kambers Kopfball aufs gegnerische Tor ungefährlicher als die verunglückte Rückgabe vor wenigen Minuten. Luzern fehlt in dieser Spielzeit die Effizienz. Die Innerschweizer gehen zwar häufig in den Abschluss, die Qualität der Schüsse aufs gegnerische Tor ist aber mangelhaft. Sinnbildlich dieser Abschluss von Juric. Das Heimteam spielt gefällig, ohne Torgefahr zu kreieren. Doch dann verschätzt sich Luzerns Lukas und Nuzzolo behält die Übersicht. Die 29. Minute, das 1:0, erzielt von Charles Pickel. Es ist das erste Super League-Tor für den Schweizer in seinem 29. Einsatz in der höchsten Liga. Doch was wäre Xamax ohne seinen Routinier Rafael Nuzzolo? Der 35-Jährige ist Top-Torschütze und Vorlagengeber in Personalunion. 6 Tore und 5 Assists hat Nuzzolo bereits auf seinem Konto. Luzern braucht ein paar Minuten, um sich neu zu sortieren. Doch die Neuenburger helfen den Gästen, indem sie den Luzernern immer wieder viel Platz zum Flanken lassen. Wokka, Pascal Schürpf gleicht quasi mit dem Pausenpfiff die Partie aus. Xamax-Torhüter Walter kommt zuerst raus, bleibt dann 5 Meter vor dem Tor stehen und kann nichts mehr gegen den Kopfball unternehmen. Die zweite Halbzeit steht zu Beginn im Zeichen von Distanzschüssen. Dreon bringt seinen aufs Tor, beunruhigt aber damit David Zibung nicht. Das war in der 50. Minute. 2 Minuten später versucht sich Ruben Vargas. Sein Schuss zischt gefährlich nahe am Tor vorbei. Nach etwas mehr als einer Stunde nimmt dann Xamax Anlauf, etwas auf spielerische Art am Resultat zu ändern. Kamber mit der idealen Vorlage für Karlen. Doch der macht viel zu wenig aus dieser Möglichkeit. Das Technische, das Feine kommt in dieser Partie zu kurz. Häufiger bleibt das Geschehen im Mittelfeld stecken, wie bei dieser Massenkarambolage ohne Sachschaden. Hin und wieder versucht aber einer, etwas gegen die aufkommende Langeweile zu unternehmen. Hier ist es Ruben Vargas und der macht das gut. Vargas auf Christian Schneuli. Nach 81 Minuten führt der FC Luzern 2:1. Schneuli ist erst im Verlauf der zweiten Halbzeit eingewechselt worden und kann zum Matchwinner für Luzern werden. Für René Weiler und sein Team ist dieser Treffer natürlich extrem wertvoll. Er verschafft Luzern etwas Luft gegen das Tabellenende. Sofern Luzern denn den Vorsprung über die Zeit bringt. Xamax setzt alles auf eine Karte. Und schafft den Ausgleich nicht mehr. Oder vielleicht doch noch? Nuzzolo. Nein. Luzern gewinnt gegen Xamax 2:1 und lässt damit die Neuenburger am Tabellenende sitzen.